Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft, dass du mit uns mit Bewusst gemeinsam leben wirkst. Es ist auch für mich insofern interessant, weil wir haben viele Bereiche, aber die Kultur ist völlig neu und ich bin sogar ein bisschen nervös, weil das jetzt ein Raum ist, den ich nicht kenne, den ich nicht abschätzen kann, wo ich das bewundert, wie du dirigierst und orchestrierst. Und wir wissen aber, wie wichtig die Kunst ist. Was würdest du als Kunst generell definieren, so aus deiner Sicht oder mit dem, was du machst? Also Kunst, Kultur ist ja grundsätzlich völkerverbindend, ohne Sprache oft. Manches ist mit Sprache. Und das Tolle an der Musik finde ich, dass sie keine Fremdsprache für irgendjemanden ist. Also ich habe in meinem Orchester über 20 Nationen vertreten und man legt eine Sinfonie auf, Brahms, Mozart, und alle können diese Sinfonie spielen. Also man braucht keine Worte. Und in der ganzen Welt kann ich Mozart spielen, Brahms spielen. Diese Notenlinien sind, man hat es geschafft, eine Sprache für die ganze Welt zu etablieren und zu verbreiten. Das ist unglaublich. Und jetzt in Bezug auf mein Orchester, die Philharmonie Salzburg, ist es so, dass wir es geschafft haben, eine Familie zu werden aus lauter freischaffenden Künstlern, Musikerinnen, die alle unglaublich toll spielen, und wir gemeinsam eine Botschaft an das Publikum bringen, durch gemeinsam mit Freude musizieren und natürlich höchster Perfektion. Es sind lauter professionelle Musiker und das merkt man, das überträgt sich. Das ist eine ganz besondere Schwingung, die mein Orchester beim Musizieren hat. Also man spricht über Klang, man spricht natürlich über Phrase, man spricht über Rhythmus, aber es gibt dann noch was darüber, das über besondere Klänge, Farben, Interpretationen geht. Und das, glaube ich, ist das Verbindende, das ich auch in meinem Orchester suche und in meinem Orchester fördere. Und das, also das kann ich jetzt sagen, das Orchester gibt es jetzt seit 20 Jahren. Das ist einfach so ein erfüllendes Erlebnis, mein Orchester zu dirigieren, in Proben, in Konzerten und dann in Konzerten auch für das Publikum zu musizieren. Das ist mehr als nur toll zu musizieren, das geht über das hinaus. Es gibt ja sehr viele Zauderer, die gerne möchten, tun würden, und du bist, und das hat mich tief beeindruckt, eine, die im Augenblick entscheidet. Wie geht das? Wie schaffst du das? Oder wieso hast du da so viel Klarheit und sagst so, so, so? Also meine große Gabe ist, neben der Musikalität und dem Organisieren, dieses Selbstverständnis, eine Entscheidung zu fällen und die auch zu tragen, die Verantwortung dafür zu tragen. Und das ist in der Musik, ich muss ja in der Probe entscheiden, geht die Phrase dorthin oder da. Natürlich bereite ich mich vor, aber man kann sich vorbereiten, die Partitur lesen, über den Komponisten lesen und trotzdem kommen dann in einer Probe, wenn 60 Musiker zusammen musizieren und man leitet es, poppt mal eine Frage auf durchs Musizieren, weil ein Klarinettist vielleicht die Phrase anders spielt und man denkt sich, das ist aber auch schön, so habe ich es überhaupt noch nie gehört. Ja, bitte lasst uns alle dorthin phrasieren. Also da entstehen ganz andere Sachen. Da muss man in der Sekunde oder im Bruchteil einer Sekunde, das läuft ja ganz viel auch über Mimik, das ist ja nicht nur immer das Wort, das die Probe führt, aber ich lache dann den Klarinettisten an, der weiß, schön, und dann ziehe ich das Orchester mit und alle phrasieren dorthin und dann entsteht ein gemeinsames, eine gemeinsame Phrase, ein gemeinsamer Klang. Und es kann auch sein, dass ich einfach nur zeige, bitte alle ganz leise, weil der Klarinettist auf einmal statt einem Piano vielleicht ein Pianissimo spielt, weil er das so fühlt und das ist sein Piano. Also da entsteht ganz Besonderes, da entstehen in Proben magische Momente, die man dann auch probt, um sie auch im Konzert für das Publikum erlebbar zu machen. Und das mit der Entscheidung, die ich ja in Proben auch in Hundertstelsekunden fällen muss, das passiert mir auch im täglichen Leben. Also ich bin schnell im Entscheiden. Ja, wir nehmen diese Drucksorte oder nein, wir geben jetzt das Geld hier aus oder dort aus. Und unser Gehirn läuft ja wahnsinnig schnell und es ist oft diese Angst, die blockiert. Und ich habe relativ wenig Angst. Also eigentlich, ich kenne das Gefühl schon von Kindheit her und auch von der Jugend, aber ich habe mich, glaube ich, über die Musik und über das Organisieren und Dirigieren und mein Orchester. Ja, es wird immer wieder Sachen geben, die mich umhauen können, aber grundsätzlich
ja, es gibt Herausforderungen, sind dazu da, dass man sie, sich denen stellt und da dazulernt. Ja? Also es gibt kein, jede Krise ist eine Chance. Eine Krise muss man nehmen und sagen, was kann ich daraus lernen und wie gehe ich gestärkt weiter? Ja? Und darum geht es im Leben. Wie lerne ich mehr und wie gebe ich mein Wissen an andere Menschen weiter und wirke mit meinen Talenten bestmöglich für die Gesellschaft, für die Menschheit. Wir haben ja oft einen Erstimpuls, eine Wahrnehmung, die fühlt sich vielleicht gut an und dann kommt die Ratio und sagt, da wieder die Hürde, dies, das, jenes, die scheint bei dir überhaupt nicht da zu sein. Die unmittelbare Wahrnehmung ist das, was der Output ist, sage ich jetzt mal. Na, das ist tatsächlich so, dass ich glaube, es gibt ein Bauchgefühl und dann gibt es noch diese Ratio. Und ich glaube, die Kunst ist es, sowohl in einer Führungsposition, die ja jeder von uns hat, weil wenn ich eine Familie habe oder wenn ich Mutter bin oder große Schwester, führe ich ja auch. Also jeder von uns ist eine Führungspersönlichkeit und es geht immer darum, finde ich, die zwei zu verbinden und weder nur das eine laufen zu lassen, noch nur das andere. Das ist, im ganzen Leben ist es die goldene Mitte und das ist, Wirtschaft ist wichtig, Ökologie ist wichtig, das muss ein gemeinsames sein und das merken wir im täglichen Leben in kleinen Sachen genauso wie in großen Sachen. Und ich glaube, ich hab es perfektioniert, ganz schnell meine Ratio drüber screenen zu lassen. Eine Bauchidee ist es gut und das ist nicht, ich gehe schnell raus mit Entscheidungen, aber da ist schon immer schon ein Filter. Mhm. Aber es ist ein positiver Filter und es geht bei mir grundsätzlich ums Ermöglichen. Also genau. Das ist das, was gegen die Ratio steht. Die Ratio ist immer da, die muss auch da sein. Dann ist diese Idee, dann wird die gecheckt, ja. Und mit diesen Argumenten ist dann die Ratio meistens entwappnet und sagt, na okay, dann lass es uns probieren. Und es ist immer dieses Ermöglichen und Machen, ja, und Mut dazu. Weil was kann passieren? Nix. Ja. Also es ist ja das Tolle, finde ich, in all meinen Tätigkeiten ist, wenn ich eine Fehlentscheidung fälle, stirbt niemand daran. Das finde ich ja schon angenehm. Weil als Arzt würde ich eine Fehlentscheidung fällen in der Sekunde der Operation, kann jemand sterben und damit nehme ich ja geliebten Menschen, anderen Menschen weg, weil ich leider doch was falsch entschieden habe, aber das gehört dazu. Wir müssen Entscheidungen treffen. Das ist egal, ob das ein Politiker ist, ein Elternteil, ein Lehrer oder eine Führungsperson in der Wirtschaft oder ein Dirigent oder ein Musiker. Jeder Musiker, wenn er ein Instrument spielt, muss sich entscheiden, okay, die Noten sind gegeben, der Rhythmus ist gegeben, aber spiele ich so oder spiele ich so? Also zum Beispiel die G-Moll-Symphonie. Oder mache ich es. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich das spiele. Und jeder muss sich entscheiden. Ja? Und manche brauchen länger für Entscheidungen. Es gibt auch Entscheidungen, die brauchen auch wirklich mehr Zeit. Also manche Sachen kann man schnell entscheiden. Und manche, weil sie so wichtig sind und weil sie so viele Sachen mit sich ziehen. Wobei, wenn du sagst, ja, Ärzte entscheiden und da geht es um Leben, aber wenn du ein großes Orchester leitest wie du, ist es dann schon eine Entscheidung, die sehr, sehr weitreichend ist für alle Beteiligten. So gesehen, wo es um eine Richtung geht. Aber zum Orchester vielleicht noch einmal, was könnten wir als Gesellschaft daraus lernen? Dieses Zusammenspiel, du hast öfter gesagt, das Wir. Wie kann man das ummünzen? Also das Tolle an einem Orchester ist, dass wirklich jeder Einzelne gebraucht wird. Also man stelle sich vor, 60 Musiker, jeder spielt eine andere Stimme. Natürlich bei den Geigen spielen 6 erste Geigen die gleiche Melodie, aber ich brauche alle 6, weil wenn ich nicht 6 erste Geigen habe, stimmt die Balance im Klang nicht mit den Blechbläsern zusammen. Das heißt, wenn nur einer weg ist, wird es schon schwieriger. Wenn 2 weg sind, weil krank, geht es gar nicht mehr, weil dann die Balance nicht gegeben ist und dann haben wir nicht das Resultat, wofür wir geprobt haben. Das heißt, jeder im Orchester ist unverzichtbar. Und gleichzeitig müssen wir, obwohl wir alles Individualisten sind, weil Künstler sind alle ja, schon mit einem starken Egoismus ausgestattet, sonst würden sie nicht dort sein, wo sie sind. Und das ist aber auch die Berufung, die jeder in sich hat. Ich bin Künstler, ich habe eine Vorstellung, wie das klingen soll und spiele das in die Richtung. Aber im Orchester muss man sich dann der Idee des Dirigenten eigentlich unterwerfen, weil einer muss diese 60 Musiker oder wie viele auch immer führen. Ja? Und wenn ich da jetzt Demokratie walten lasse, werden wir nicht zu einem Endergebnis kommen. Das heißt, diese 60 Musiker
sind hoch ausgebildet, sind Individualisten und müssen trotzdem das akzeptieren, was die Führungskraft sagt. Und deswegen ist es aber wichtig, als Führungskraft auch zu merken, bin ich eh noch im demokratischen Verhältnis. Weil wenn ich von den 60 Musikern 59 habe oder 60, die diese Idee nicht gut finden, werden wir nicht zum Erfolg kommen. Dann muss ich selbst überlegen und sagen, ich bin zwar die Führungskraft und Dirigent und ganz wichtig, Autorität, aber wisst ihr was, ich habe jetzt gemerkt, die Phrase, ihr spürt es alle anders, wisst ihr was, ich verwerfe meine Idee, ich gehe mit euch mit. Aber das ist eine andere Geschichte. Was wir vom Orchester lernen können, speziell von meinem, ist diese Achtsamkeit aufeinander, die Toleranz, jeden anderen so lassen, wie er ist, und gleichzeitig an einem Strang, an einer Idee ziehen und eine Vision zu haben, wo wir hinwollen. Also wir brauchen ein Ziel, der Weg ist schon das Ziel, aber das Endziel ist dann doch das Konzert, in dem wir unsere Bestleistung bringen, und dann diese unglaublich hohe Konzentration, die man nirgendwo sonst auf der Welt sieht, außer bei einem Orchesterkonzert. Denn bei einem Orchesterkonzert muss man sich vorstellen, es spielen 90 Minuten 60 Musiker zusammen und so gut wie keiner macht einen Fehler, und nicht nur das. Sie hören aufeinander und es geht so ineinander. Und das hat man nirgends, weil keiner hat, freilich habe ich mal Pause, ich habe mal 5 Takte nichts zu spielen, aber in den 5 Takten muss ein Musiker, der Pause hat, mitzählen, verfolgen, was passiert, und dann wieder einsetzen. Und zwar in der richtigen Klangfarbe einsetzen. Und das geht nur, wenn er immer dabei ist. Also das ist so gigantisch, was da abläuft. Und es gibt ja neue Hirnforschungen, wo man Tests macht an Menschen, die sich umarmen und küssen. Oder an Akrobaten, wo man 4 Akrobaten getestet hat. Und es ist so unglaublich, die Schwingungen im Hirn werden gleich. Nur so funktioniert es, dass 4 Hochleistungsakrobaten keinen Unfall verursachen. Das ist nicht, wir haben das gelernt und deswegen, das ist über den Atem hinaus. Mhm. Unsere Gehirne vernetzen sich, und das ist beim Orchester, mit dem Orchester wurde das noch nicht getestet, aber es ist ähnlich, und ich habe die Gabe, ich spüre das, wenn ein Musiker, das ist ganz interessant, im Konzert genauso wie in der Probe, wenn ein Musiker, obwohl er eigentlich gleich einsetzen muss, nicht dabei ist. Ich weiß nicht warum, aber ich stehe vorne und ich denke mir, ui, was ist los, der 2. Hornist, der ist nicht dabei. Also ich habe so meine Fäden und dann schaue ich den an, dann ist er wieder da und ist wieder voll mit dabei. Das kann sein, dass das nur ein Bruchteil einer Sekunde war, wo er kurz nicht da war, und dann bringe ich ihn wieder in unsere Schwingung rein. Und wenn wir es schaffen, dass wir alle gemeinsam schwingen, dann passiert so etwas ganz Besonderes, was dann auch sich auch das Publikum überträgt. Das Publikum wird nicht immer gleich mitschwingen, aber tendenziell, und das ist genau das, was diese magischen Momente jetzt auf physikalischer Sicht oder neurologischer Sicht ausmachen, und das bewirkt auch, warum wir da ganz besonders berührt sind. Also es ist diese Faszination einerseits an der Musik, am Klang, das löst ganz viel aus, und dann die Faszination, dass hier 60 Musiker perfekt spielen, aber nicht nur perfekt Instrument, sondern in der gleichen Schwingung. Das ist so faszinierend. Und tut das auch dem Publikum gut, weil sie auch im Augenblick sind in der Situation und das auch genießen. Das ist dieser magische Moment, der sich überträgt. Ja, es sind in einem Konzert, wenn man jetzt in einem Konzert sitzt, hat man nicht 90 Minuten, die durchgehend berieseln und die durchgehend, oh, so, das würde niemand aushalten. Die Musik ist ja so komponiert, Entspannung und Spannung. Also es ist immer ein Auf und Nieder, und die Entspannung ist wichtig, ruhig atmen. Auch hier passiert ganz viel, es kann eine Entspannung sein, die magisch ist und die sich aber dann wieder aufbaut zur Spannung. Und diesen Aufbau miterleben als Publikum, da schlägt vielleicht auch das Herz schneller, und dann sehen, wie sich das entlädt, ja, ist unglaublich. Also, und diese Kraft der Musik, deswegen glaube ich auch an diese Kraft der Musik, an die Kraft der Live-Performance und auch an das, wie der Klang sich überträgt in einem tollen Konzertsaal, das ist unvergleichlich. Das gibt es nur in einem tollen Konzertsaal mit einem Orchester. Aber man muss es erlebt haben, und zwar genauso einen magischen Moment als Publikum und auch als Orchestermusiker, dass man mehr will, dass man wieder hingehen will, weil da löst sich was. Man ist auf einmal berührt. Musik ist ja die Kunstgattung, die angeblich sofort die Seele berührt, was auch immer die Seele ist, das kann man jetzt nicht definieren, oder ich kann es nicht definieren, aber Musik öffnet sofort. Das ist ganz interessant. Das merkt man ja auch bei Kindern, wenn sie ganz umtriebig sind, und dann, das mache ich auch bei meinen, und dann lege ich
Händelauf oder Messias, das finden sie jetzt gar nicht so spannend oder toll, immer deine Musik. Aber ich merke, wie sie dann in so eine vielleicht entspannte, ruhige Stimmung kommen, aber wo sich was entspannt, wobei die Musik ja schon auch wieder die Spannung hat, das merke ich auch. Also wenn ich andere Musik auflege, dann merke ich auch, wie die Kinder darauf reagieren. Also nicht, dass meine Kinder meine Versuchskaninchen sind, aber ich merke, wie ich über die Musik was auslösen kann. Und das ist ja auch das, wonach wir uns, glaube ich, sehnen und warum wir in ein Konzert gehen. Man möchte nicht Worte hören, weil wir hören so viele Talkshows und Worte und Worte und Worte, und ich rede jetzt auch wieder nur Worte, aber die Musik nonverbal löst in uns was aus. Das je nach Programm. Das kann sein, wenn Johann Sebastian Bach eine Matthäus-Passion ich mir anhöre, dann löst das Mitgefühl mit dieser ganzen Geschichte aus und vielleicht auch einen Glauben und eine Verbindung zu Jesus aus. Wenn ich jetzt von Mozart die Jupiter-Symphonie höre, dann löst das diese Freude aus und so eine Kraft, aber so eine Leichtigkeit und Kraft. Und wenn ich aber diesen Beethoven höre, zum Beispiel eine 9. Symphonie von Beethoven, und dann höre ich Freude, schöner Götterfunken, und dann singt es ein 120-Leute-Chor, da gehe ich so erhaben raus und so aufgefüllt mit dieser Freude und dieser Verbundenheit und diesem Wir. Ja, also, und je nachdem, was man anhört, und ich glaube ja, dass ein Publikum jetzt einfach zum Beispiel ein Abo hat, und dann gehe ich ins Konzert und vertraue darauf, dass ich da was Tolles höre, und gehe vielleicht ins Konzert und weiß noch gar nicht, was heute gespielt wird. Boah, und dann gehe ich ohne Vorahnung raus, ich denke mir, heute ist wieder Konzert, dann gehe ich da rein und höre vielleicht eine Gustav Mahler Symphonie, die mich durchführt durch alle Phasen, die ein Leben auch hat, rauf, runter, melancholisch, voll bestürzt und super freudig, und das alles in 1,5 Stunden Musik, das ist doch fantastisch. Da gehe ich raus aus dem Konzertsaal aufgeladen, unglaublich. Musik ist ja Schwingung, berührt ja auch, und Emir Emoto, der so Fotografien macht, Mozart, ganz schöne Kristalle, ist mir jetzt gerade eingefallen. Man sieht ja auch, dass Struktur ist und dass es gut tut und dass es ein schönes Bild in dem Sinn gibt, oder? Ja, also genau an diesen Kristallen und was Musik auslöst, kann man sehen an so Versuchen, die man mit Kristallen gemacht hat, genau, und das... Da sieht man auch, welche Schwingung welche Musik auslöst. Spannend. Man sieht übrigens auch, also es gibt ja auch, es wurden auch schon Tiere mit klassischer Musik bespielt. Und wenn es stimmt, ich glaube jetzt, dass es stimmt, haben Kühe mehr Milch gegeben bei Mozart. Das ist ja, also wir reagieren darauf, Organismen reagieren darauf, auch Pflanzen reagieren darauf. Also natürlich, ja. Steine weiß ich nicht, kenne ich keine Versuche, aber Kristalle auf jeden Fall. Wasser reagiert natürlich. Ganz ein riesiges Repertoire, das da aufkommt. Trauen und Vertrauen, wenn man das Orchester nochmal nimmt, diese beiden Dinge, hat das auch viel damit zu tun? Also ich bin früher viel klettern gegangen, und wenn man klettert, muss man ja großes Vertrauen haben an den, der einen gerade sichert, ob unten oder oben. Und das ist beim Musizieren auch so. Also das gesamte Orchester muss sich vertrauen. Ich muss dem Orchester vertrauen, weil wenn ich einen Einsatz gebe und jemand spielt nicht oder der Schlagzeuger spielt gegen mich, ist es nicht machbar. Also wenn eine Musikgruppe im Orchester gegen mich spielen würde, würde es nicht gehen. Also es ist ein Miteinander, und der Fagottist muss darauf vertrauen, dass der Klarinettist richtig einsetzt, denn nur dann stimmt auch seine Stimme. Also das ist ein großes Miteinander, und ich glaube, das Zutrauen, das merke ich ganz stark in meiner Position als Dirigentin, ich traue meinem Orchester einfach ganz schwierige Werke zu, und mit jedem Step schwieriger Werke, und auch schaffen wir es in 7 Proben oder in 6 Proben oder schaffen wir es an einem Tag 2 Konzerte mit bester Qualität zu spielen, ja, ich traue euch das zu. Und da merke ich, ganz wenige Musiker, lasst es 2 von 60 sein, die sagen, na, das ist mir zu viel, 2 Konzerte an einem Tag. Sage ich, ist überhaupt kein Problem, dann spielst du das Projekt nicht mit. Und die anderen 58 sagen, ja, sicher schaffen wir das. Wenn wir die Anspielprobe kurz halten, können wir 2 Konzerte in höchster
ja, in höchster Form, in bester Qualität spielen. Also das ist jetzt nur eine Frage von auch Ausdauer, weil ein Marathonläufer muss auch schauen, schaffe ich das, 42,2 Kilometer zu laufen, und zwar in Bestzeit, traue ich mir das zu. Und es sind ja auch noch die Weltmeister dabei, aber schaffe ich das? Also dieses Zutrauen ist ganz wichtig, und ich finde, für jeden Menschen ist es wichtig, sich selbst Mut zu sprechen und sich einfach mehr zutrauen, als man glaubt, was man schafft. Und in unserem Umgang mit Mitmenschen auch den Menschen einfach das Zutrauen, ja, auch mehr Zutrauen. Nicht überfordern, aber sagen, na, das schaffst du, ja. Und natürlich ist da das Vertrauen, also Vertrauen ist doch eine Grundbasis, die wir mitkriegen im Kleinkindalter. Und je mehr wir hier gesegnet sind mit Vertrauen, das aber auch damit zusammenhängt, ob Kinder alle Sinne, ob alle Sinne da sind, das finde ich ja ganz, das merke ich, also auch aufgrund meines Mutterdaseins, dass es ganz wichtig ist für Kinder bis 6 Jahre, dass alle Sinne funktionieren. Wenn mal der Gehörsinn irgendwann nicht top funktioniert, ein halbes Jahr, wird man fast ewig Probleme haben mit ein paar Lauten. Ja? Das ist so verrückt. Und das ist auch, wir wissen in der Musikforschung, früher dachte ich, jeder Mensch kann singen. Ich weiß jetzt, dass es so ist, dass nicht jeder Mensch richtig singen kann. Und das ist nicht, weil er unbegabt ist oder irgendwie unmusikalisch. Nein, es gibt in unseren ersten 6 Lebensjahren gibt es Phasen, wo sich im Gehirn die Harmonie, der Rhythmus oder die Phrase bilden. Oder auch ganz klar das Singen. Ja? Und in unserem Hirn ist es so, wenn wir selbst musizieren, singen oder ein Instrument, arbeiten die Synapsen so gut zusammen wie bei keiner anderen Tätigkeit der Welt. Es ist so verrückt. Es ist, die Gehirnforschung ist, vielleicht gibt es eine andere Tätigkeit, aber es ist wirklich erwiesen, dass das Gehirn, wenn man das in Leuchtmodus setzt, beim Musizieren nirgendwo sonst so stark leuchtet und die Synapsen so gut zusammenarbeiten wie beim Singen oder aktiv Musizieren. Auch beim Musikhören, aber noch besser ist das aktive Musizieren. Und man weiß, dass es verschiedene Zentren im Hirn gibt, irgendwo links oben halt der Rhythmus und da die Phrase und da die Harmonie und da die Feinmotorik etc., wie das zusammenschwingt und da die Dynamik, laut oder leise und da die Klangfarbe, ist es nebelig oder ist es knackig, also gibt es so viele Facetten in der Musik und das arbeitet alles zusammen. Und darum finde ich es ein Vergehen, wenn man nicht musiziert oder singt. Das ist ja, weil Singen löst nicht nur die Angst, es ist erwiesen, dass es die Synapsenbildung fördert und uns größer macht. Ja, drum bitte singen, 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 wo es nur geht, wann es nur geht, im Freien, unter der Dusche, mit Menschen alleine und wenn es geht, wenn man Kinder hat oder Kinder in der Umgebung, einfach zum Instrument hinbringen, ist egal ob Klavier, Blockflöte, das kann einem niemand nehmen und es bleibt für immer und es fördert so. Und jetzt nochmal zurück zu diesem, wenn man die ersten 6 Jahre eben einmal ein Jahr nichts gehört hat oder weniger gehört hat, weil Mittelohrentzündung oder sonst was, kann es sein, dass genau das Singen nicht ausgebildet wurde. Es gibt dazu noch keine fertigen Studien, aber es ist wirklich so, dass es sein kann, dass vielleicht genau dieses halbe Jahr, das kaum jemand hat, aber ein paar Menschen trifft das in ihrem Leben und dann kann man das fast nicht mehr aufholen. Das ist wie bei Schlaganfallpatienten, da sind die Synapsen da und dann muss man die Synapsen wieder bilden. Und es kann sein, wenn dieses Zentrum des Singens durch einen Schlaganfall betroffen wurde, ist das fast nicht mehr erlernbar. Das ist schade, aber es ist so. Und darum umso wichtiger, wenn man merkt, dass ein Kind mit dem Hören Probleme hat, einfach schauen, so schnell wie möglich beheben, um das Singen machbar zu machen. Aber wenn man nicht singen kann, kann man immer ein Instrument lernen. Das geht auch. Also Gitarre, Klavier, was auch immer. Es gibt ja so viele andere Sachen, die man machen kann. Oder intuitive Instrumente. Franz Bauer, Instrumentenbauer, sagt ja, Nordländer, die haben im Rucksack ein Instrument, das intuitiv spielen. Das wäre schon ein ganz leichter, einfacher Zugang, ohne dass ich überhaupt Noten können muss. Einfach selbst ein Instrument basteln, machen. Oder ich habe auch so ein Drumset gebastelt, also ein Schlagzeug aus Kartons und ein bisschen, ja, auch die Fußmaschine und habe da ein Online-Seminar gemacht, also mit sicher, glaube ich, 25 Einheiten, a 5 Minuten, wo Kinder und Erwachsene sich ihren Traum erfüllen können, Schlagzeug basteln und dann wirklich spielen. Das ist ja auch erwiesen, wenn man Schlagzeug spielt, sind ja alle Gliedmaßen daran beteiligt
und das Gehirn arbeitet und begleitet eine Musik. Das kann ein Rocksong sein. Es ist auch übrigens egal, welche Musik man singt. Man muss nicht Mozart singen. Man kann auch Heavy Metal singen oder Musical. Es ist egal, wirklich. Es ist Singen, Hauptsache Singen. Sind wir bei Kindern. Du hast die Kinderstadt mitbegründet in Salzburg. Nein, habe ich leider nicht. Die Kinderfestspiele. Ah, Kinderfestspiele, okay. Und was war da deine Motivation? Ich meine, Kinder betonst ja immer, aber in so ein Projekt hineinzugehen, was war das? Also die Kinderfestspiele Salzburg habe ich 2006 gegründet und 2007 haben sie das erste Mal stattgefunden. Und meine große Idee war, und die findet auch nach wie vor statt, Kinder zur Musik bringen, und zwar zur Musik hören und auch Instrumente kennenlernen. Und die Kinderfestspiele gliedern sich im Grunde in zwei Bereiche. Das eine sind Workshops für Schulklassen und ein Orchesterkonzert, das einmal im Jahr stattfindet, bei uns in Salzburg am Amadeus Terminal 2. Und dort kommen an die 10.000 Kinder pro Jahr. Und wir gehen aber mit diesem Projekt auch raus ins Land, auch nach Bayern, und spielen dann dort auch spezielle Schüler-Kindergartenkonzerte, wo wir ein Orchester auf der Bühne haben, meist ein bis drei Schauspieler, und ich ganz, ganz wenig moderiere, weil ich finde wichtig, dass es keine Schulstunde mit Orchester sein soll, sondern es soll eine Stunde ein Erlebnis sein. Und ein Erlebnis ist es dann, wenn Storytelling passiert, also Kinder lieben Geschichten, Erwachsene auch. Und wenn da eine Geschichte eingebettet ist oder eine Geschichte, die Rahmenhandlung von Karneval der Tiere oder Moldau oder Vivaldis Jahreszeiten ist, merken sich die Kinder diese Geschichte und mit der Geschichte die Musik. Und zudem war es mir wichtig für die Nachhaltigkeit, dass jedes dieser 10.000 oder 15.000 Kinder auch eine CD mit nach Hause bekommt, mit der Musik, die sie gehört haben, und da auch ein paar Worte drauf, damit sie wissen, was sie hören. Und das ist nachweislich, wissen wir, dass diese CDs auch gehört werden, und dadurch kommt ganz viel klassische Musik in ganz viele Autoradios und Kinderhaushalte, wo oft keine klassische Musik gehört wird. Und dadurch schaffe ich es, dass Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren dann in ihr Freundebuch schreiben, mein Lieblings-CD ist die Moldau von den Kinderfestspielen. Ich meine, wie genial ist das, ja? Also das finde ich total schön. Wir machen das, mittlerweile gibt es die Kinderfestspiele schon 14 Jahre. Und so viele Kinder sind da durchgegangen und haben so ihren Zugang bekommen, und nicht nur zur Orchestermusik, sondern auch zu einem Instrument. Wir kriegen ganz viel Rückmeldung. In Salzburg haben sie ja vor dem Konzert einen Workshop, da wird ihnen das Stück ein bisschen spielerisch erklärt. Wir singen auch Lieder basierend auf der Orchestermusik, also zum Beispiel die berühmte Moldau-Melodie mit einem Text. Es fließt ein Fluss durch unser Land wie ein blaues Band, es trägt unser kleines Fluss. Und durch diese Lieder merken sich die Kinder die Melodie und wissen dann, ja, das ist das Moldau-Lied. Ah ja, genau, Moldau. Und wissen dann für immer, wenn sie dann, keine Ahnung, mit 50 Mal in ein Abendkonzert gehen und dann die Moldau hören, sagen sie, kenne ich ja, habe ich ja schon mal gehört. Ja, vor 30 Jahren bei den Kinderfestspielen. Das bleibt für immer. Also da bin ich ganz sicher, das ist, unser Hirn ist fantastisch. Und das hat uns vielleicht berührt, vielleicht kommen Menschen oder Kinder auch früher in Konzerte. Dafür haben wir Familienkonzerte über das ganze Jahr. Die sind großteils ausverkauft. Also das ist auch schön, einfach schön, diese Kinder zu erleben in Konzerten. Also was ist es? Ich wollte mit den Kinderfestspielen oder habe mit den Kinderfestspielen vielen Kindern und auch jungen Erwachsenen oder auch Großeltern, die das Tor zur Klassik eröffnet. Und zwar nicht nur zur Klassik, einfach über unterhaltsame Familien- und Schülerkonzerte, sondern auch zu Instrumenten, weil sie in den Workshops Instrumente ausprobieren dürfen. Also jedes Jahr haben wir 10.000 Kinder, die ein Streichinstrument und ein Blasinstrument ausprobieren können. Und meine Musiker unterrichten ja auch. Also wir sind ja ein Orchester, das ganz unüblich aufgestellt ist. Es ist ein freischaffendes Orchester. Und außer, dass meine Musiker bei mir im Orchester spielen, unterrichten sie auch. Also jeder, wie viel er schafft. Und das läuft nur insofern über unser Orchester, also unsere Homepage philharmoniesalzburg.at. Da sieht man dann, welche Musik unterrichten. Und wir haben damit nichts zu tun, außer dass wir unser Netzwerk anbieten und es unseren Kunden mitteilen. Übrigens, unsere Musiker unterrichten auch. Kann man anklicken, in Kontakt treten mit dem Musiker und sagen, ich wollte immer schon Cello lernen. Auch als Erwachsener ist das möglich, und das finde ich ja wichtig. Wir haben ja so viele Träume in uns, und man kann auch mit 40 anfangen, Cello zu lernen, und mit 60 anfangen, Geige zu lernen. Und man soll sich dafür nie zu alt fühlen. Jetzt, man soll es jetzt beginnen. Genau. Es gibt viele Menschen, die haben viel vor, das würde ich gerne etc. Und am Lebensende oft einmal, wenn man reflektiert, gibt es dann viele, ja, hätte ich da die Chance genutzt. Und das kommt bei dir also durch, das wirkliche Tun in die
in das Unmittelbare gehen, denn die Technik ist ja so ein bisschen ein Gegenpol vielleicht auch, gerade bei den Jungen, diese Online-Geschichten berieseln lassen etc. Und da ist er halt selbst Regisseur, er spielt mit und hat Erfolgserlebnisse auch, oder? Ganz genau. Also das glaube ich schon, dass die Anstrengung, die man braucht auch, um ein Instrument zu lernen, wird belohnt, weil man es dann kann. Und das merke ich auch bei meinen Kindern. Der Anfang ist ja schon schwer, bis man ein Instrument halbwegs kann, aber wenn man es dann kann und spielen kann, und das geht ja schon nach einem halben Jahr kann man schon ein bisschen was spielen, nach einem Jahr schon etwas mehr, nach zwei Jahren noch mehr, dann spielt man vielleicht in so einem Kinderorchester mit. Ja, wie klasse ist denn das? Also man fühlt sich einfach gut, wenn man sich was erarbeitet hat. Das finde ich ja auch wichtig bei allen Kindern und Jugendlichen, dieses etwas erarbeiten. Das ist ja das, was so viel Freude auslöst. Dieses alles geschenkt bekommen ohne Anstrengung, glaube ich, ist nicht zielführend. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich anzustrengen. Wir haben ja Sehnsüchte als Menschen. Wo würdest du sagen, was ist so das gemeinsame Nenner? Was ist eine Sehnsucht von uns allen? Die Sehnsucht von uns allen ist, glaube ich, das Miteinander menschlich sein. Ja, die Menschlichkeit. Dieses Gesehenwerden ist total wichtig. Respektiert werden, geliebt werden. Das ist es. Und diese Prägungen, Erfahrungen, die oft nicht ermutigend sind, wie kann man die mehr lösen? Wie kann man da sagen, jetzt gehen wir in eine neue Qualität des Lebens? Das ist ja für jeden Menschen anders. Also ich glaube, jeder trägt seinen Rucksack mit sich und sein Rucksack bewirkt auch, wie man mit neuen Herausforderungen umgeht. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen, weil nur dann kann ich wachsen. Ja? Und für mich persönlich ist es so, mir ist das Wachsen wichtig. Also das ist egal, ob das ein Baum ist, der wächst, das ist egal, ob das meine Kinder sind, die heranwachsen. Ich möchte auch im Geist größer werden und wachsen und auch in meiner Profession einfach besser werden in der Menschlichkeit, im andere sehen, im Ermöglichen. Und, das ist mir ganz wichtig, mir als Person, was kann ich machen, was wirklich Sinn hat, was bleibt. Weil das interessiert doch überhaupt niemanden, ob es eine CD mehr von der Lisi Fuchs auf dem Markt gibt. Das ist schön, ja, aber in 50 Jahren redet darüber kein Mensch mehr. Aber was kann ich machen, was wirklich bleibt? Und da sehe ich zum Beispiel in dem, wie ich die Kinderfestspiele mache, also quasi veranstalte und ganz viele Kinder und auch junge Erwachsene diese klassische Musik eröffne, das sehe ich als sehr sinnvoll. Also wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt 14 Jahre, performe ich schon ganz viele Familienkonzerte, wenn man das hochrechnet, wie viele Menschen und junge Menschen ich da mit die Klassik eröffnet habe. Also Klassik immer im Überbegriff. Klassische Musik ist ja ein Überbegriff jetzt im Alltagssprachgebrauch für Barock, Romantik, neue Musik, aber immer im Orchesterbereich. Ja, und um diese tolle Musik und die Kraft dieser Musik einfach nicht nur am Leben zu halten, sondern zu entfachen. Das sehe ich für mich ganz wichtig, weil ich es kann. Ja? Und ich finde, für uns alle ist wichtig zu sehen, wo ist unser Talent, andere Menschen zu ermutigen, wo ist dein Talent und sagen, hey, schau mal dahin. Und auch durch das, dass ich anderen Menschen ja sage, und das mache ich auch, ich glaube, dass du das schaffst. Also manche in meinem Team stöhnen schon wieder was Neues. Sage ich, das schaffst du sicher und da lernst du was. Das hören die oft gar nicht gern, aber wenn sie es dann geschafft haben, merken sie, ja, jetzt kann ich noch eine Sache mehr und es war gar nicht so schwer. Ja, und einfach sich trauen. Und wenn es mal nicht klappt, was passiert denn? Ja, gut, ist der Kurzfilm halt nichts geworden. Ja, auch nicht so schlimm. Beim nächsten Mal wissen wir, was wir falsch gemacht haben, können wir das verbessern. Also Mut dazu, Fehler zu machen, weil aus Fehlern kann man lernen, wachsen und nächstes Mal ist man wieder einen Tick weiter. Vielleicht abschließend, Elisabeth, die Gesellschaft haben wir im Moment ja Spaltung, trennt sie zum Teil. Wir sind, oder du bist ja auch jetzt Botschafterin von bewusst gemeinsam leben. Wie kann man vielleicht jetzt nochmal abschließend dieses Orchester, das Miteinander, diese Abstimmung, die Feinfühligkeit, die Verantwortung des Einzelnen, wie könnte man das an die Gesellschaft übertragen? Wie könnten wir gesamt in eine gute Richtung gehen? Also gesamt in eine gute Richtung gehen, bewusst gemeinsam leben, also jetzt parallel gesehen zum Orchester,
kann ich nur sagen, achtsam miteinander umgehen, aufeinander hören, aufeinander reagieren, leben und leben lassen und sagen, du hast deine Meinung, ich habe meine, lass uns miteinander hier leben und beide Meinungen gelten lassen. Das ist in der Musik das Gleiche wie im gemeinsamen Leben, im Miteinander, und aber schon ein Ziel vor Augen haben. Und ich denke, das größte Ziel, das wir haben sollten, ist, unsere Erde, vielleicht jetzt mal unser Land, gut weiterzugeben an unsere Kinder und unsere Kinder dahingehend zu erziehen, einerseits alte Werte und gute Werte zu sehen, zu erhalten, mit der Natur, mit der Kultur gut umzugehen, sie zu implementieren ins eigene Leben, auch Botschafter zu sein, anderen Menschen zu sagen, so schön ist die Welt, so schön ist die Kultur, so schön sind wir. Ja, und das im Auge behalten und miteinander viele Jahrtausende weiterleben. Elisabeth Fuchs, vielen Dank für das gemeinsame Wirken. Danke dir, Georg.